April 1986. Im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine wird ein Notfall simuliert. Ein Routinetest. Die Leistung des Reaktors sank herab wie in jeder Nacht. Von einem Sicherheitstest wusste ich nichts. Ich habe in jener Nacht meine Arbeit wie immer gemacht. Alles schien normal. Doch die Leistung des Reaktor 4 fällt zu schnell. Er gerät außer Kontrolle. Als man den Test endlich abbricht, ist es zu spät. Es kommt zur Kernschmelze. Ich habe nicht begriffen, was passiert war. Ich war in so einem Zustand, ich dachte, ich wäre in einer anderen Welt. Das alles passiert nicht mit mir. Ich habe mich zusammengerissen, mir gesagt, ich lebe, alles in Ordnung. Dann hörte ich die Schreie meines Kollegen. Der geborstene Reaktor nach dem Unglück. Unkontrolliert tritt hohe Strahlung aus. Mit einer solchen Katastrophe hat niemand gerechnet. Tausende Hilfskräfte, sogenannte Liquidatoren, schaufeln Schutt in die Ruine. So versuchen sie, die Radioaktivität einzudämmen und sind ihr fast schutzlos ausgeliefert. Innere Blutungen, Haarausfall, verbrannte Haut. 36 Helfer sterben binnen kurzer Zeit an der Strahlenkrankheit. Zehntausende später an Krebs. Ein vergeblicher Kampf. Radioaktive Wolken tragen verstrahlten Staub nach ganz Europa. Zuerst ahnt man im Westen nichts von dem Unfall. Dann schlagen die Dosimeter in Schweden an. Zuerst glaubt man an einen Störfall im Kraftwerk Forsmark. Rasch wird aber klar, in der Sowjetunion gab es einen Super-GAU. Doch Moskau gibt nur wenige Informationen preis. Die Sowjetunion ist auch heute nicht der Aufforderung westlicher Regierungen nachgekommen, ihnen genaue Informationen über das Reaktorunglück zu geben. Strahlenangst geht um. Radioaktiver Staub auf Lebensmitteln. Was ist noch sicher vor der Wolke, die aus Tschernobyl kommt? Auch wenn die tatsächliche Belastung in Deutschland sehr gering ist, manche Äcker mitsamt Ernte werden umgepflügt. Keiner wusste, was Becquerel waren, aber alle haben drüber geredet. Der Sand in den Spielkästen auf den Kinderspielplätzen wurde ausgetauscht. Das Gemüse wurde auf keinen Fall verzehrt, in Deutschland jedenfalls nicht. Und die Anti-Atom-Bewegung sieht sich bestätigt. Erhält neuen Auftrieb, vor allem in der Bundesrepublik. Tschernobyl heute. Noch immer eine Todeszone. Neue Bilder aus dem Innern des Sarkophags. Der Kern ist zu einem strahlenden Klumpen verschmolzen. Die Strahlung ist noch immer tödlich. Und der Sarkophag zerfällt. An vielen Stellen tritt wieder Radioaktivität aus. Das schwerste Reaktorunglück des 20. Jahrhunderts hat die Frage nach der Beherrschbarkeit nuklearer Technik neu aufgeworfen.